Mario Adorf. Für mich bedeutet es 1959 ungeheuer viel, an die Münchner Kammerspiele engagiert zu werden. Zumal der Intendant Hans Schweikart hieß, der junge August Everding als Oberspielleiter reüssierte und dort bedeutende Regisseure wie Fritz Kortner gastierten. Im Schillerschen Don Carlos sollte ich den Pagen spielen. Eine sogenannte Wurzen, die im ersten Teil durch drei Bilder wimmelt und gegen Ende gar einen stummen Auftritt hat. Da jedoch Erwin Piscator Regie führte, freute ich mich darauf. Aber wie das halt so ist im Künstlerleben. Wenn du gerade etwas zugesagt hast, kommt ein besseres Angebot. Es kam vom Fernsehen des Südwestfunks Baden-Baden. Ich sollte dort in dem Fernsehspiel Die Reise des Simon Feder den nicht-jüdischen Schwiegersohn spielen. Die Besetzung war hochgradig. Karl Wehry, Walter Janssen, Mila Kopp. Meine Partnerin war Gustl Halenke. Erwähnt werden muss noch, dass seinerzeit alle Fernsehspiele live gesendet wurden. Versprecher oder sogar Hänger somit bundesweit verbreitet wurden. Nachdem ich die Rolle für gut befunden und eine Gage vereinbart hatte, wir trugen ein Mehrfaches meines monatlichen Theatersalärs, galt es, einen Urlaubsschein zu beantragen. Hierfür war der Schauspieldirektor Alfred Erich Sistig zuständig. Ihm trug ich also mein Begehr vor und das missfiel ihm aufs Äußerste. Das haben wir gar nicht gerne, dass wir jungen Schauspielern an unserem Haus eine Chance der Entwicklung geben. Und kaum sind sie bei uns engagiert, wollen sie Film- und Fernsehurlaub haben. Aber Theaterproben sind für mich während dieser Zeit gar keine angesetzt. Und während der Fernsehproben kann ich herfahren und die drei Carlos-Vorstellungen spielen. Und am Tag der Live-Sendung ist hier ein ganz anderes Stück angesetzt. Sie wissen, jeder Schauspieler hat bis 14 Uhr jederzeit erreichbar zu sein. Und wenn ausgerechnet an dem Tag aus irgendwelchen Gründen eine Spielplanänderung vonnöten ist, muss ich auf alle Ensemblemitglieder zurückgreifen können. Ich kann Ihnen diese Freistellungsgarantie nicht geben. Ohne den von einem Verantwortlichen unterschriebenen Urlaubsschein konnte ich mir die schöne Fernsehrolle abschminken. Mit entsprechender Miene betrat ich die fast leere Theaterkantine, bestellte einen Cognac und fragte einen Kollegen, ob ich mich zu ihm setzen dürfte.